Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute meinen Monatsrückblick für den Dezember für euch. Es wird Zeit für meinen Lesemonat Dezember. Ich habe es bisher tatsächlich einfach noch nicht geschafft und jetzt wird es Ende Januar dadurch noch mal ein bisschen weihnachtlich, denn ich habe im Dezember relativ viele Weihnachtsbücher gelesen. Ich glaube, bis auf zwei waren es wirklich nur Weihnachtsbücher. Also ja, ich habe den Monat Dezember voll und ganz für meinen Weihnachtssub genutzt sozusagen. Aber es war auch einfach ein sehr, sehr guter Lesemonat. Der Dezember war echt mein bester Lesemonat letztes Jahr und ich habe insgesamt 9 Bücher beendet. Kam auch so ein bisschen durch diese Adventskalenderbücher, die ich halt so nebenher gelesen habe, die auch nicht besonders dick waren. Nichtsdestotrotz habe ich auch 4, 5 normale Bücher geschafft. Also von daher, ja, bin ich einfach sehr, sehr zufrieden mit diesem Dezember, mit dem Jahresabschluss. Und ich will euch heute nochmal zeigen, welche Bücher ich so gelesen habe, wie sie mir gefallen haben. Kleiner Spoiler, es war ein echter Highlight-Monat, was die Bewertung angeht. Wobei ich glaube, ich war im Dezember auch einfach sehr positiv gestimmt und habe dadurch auch gar nicht so viel Kritik einfach an den Büchern gefunden. Nichtsdestotrotz, es war einfach ein richtig toller Lesemonat. Und ja, den will ich euch jetzt noch so ein bisschen zeigen. Der Dezember begann direkt mit meinem ersten Weihnachtsbuch, nämlich mit Winterzauber Widerwillen von Sarah Morgan. Das Ganze habe ich in einer Leserunde gelesen, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Das ist der erste Band einer Trilogie, von der ich lustigerweise Band 3, glaube ich, schon vor ein paar Jahren gelesen habe, weil ich das einfach nicht wusste. Fand ich jetzt aber überhaupt nicht schlimm, weil die Protagonisten wechseln. Man weiß also, wenn man sie in der falschen Reihenfolge liest, lediglich etwas über die Nebencharaktere. Das spoilert einen so ein bisschen. Ich fand es jetzt aber, wie gesagt, gar nicht schlimm und fand das eher so ganz lustig, dann im Nachhinein nochmal zu lesen, wie es den Charakteren aus Band 3 vorher erging. Also das praktisch umgekehrt nochmal neu zu erfahren, fand ich eigentlich ganz interessant. Und ja, es ist bei mir aber auch so viel Zeit schon seit Band 3 vergangen, dass ich mich auch gar nicht mehr so gespoilert gefühlt habe, sage ich mal. Also ich hatte zwar noch so ein paar Erinnerungen, aber im Großen und Ganzen auch nicht mehr so viel. Und das war eher so eine kleine Auffrischung jetzt für mich nochmal, was Band 3 angeht, um mir das wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und von daher, ja, fand ich das gar nicht schlimm. Hier geht es um Kayla und Kayla will Weihnachten einfach nur entkommen. Für sie ist das Fest der Liebe einfach immer das Schlimmste im Jahr und so freut sie sich sehr, als sie für einen großen PR-Auftrag halt gebucht wird. Sie ist halt, arbeitet da in irgendeiner Firma und ja, wird von Jackson O'Neill gebucht, der halt ihre Hilfe braucht, um sein Familienunternehmen, ein Skiresort, ja, bekannter zu machen, weil die in Schwierigkeiten stecken. Und ja, Kayla denkt sich so, yeah, die ganzen Feiertage über durcharbeiten, einen großen Auftrag erfüllen, das ist genau das, was sie will. Doch als sie dann in Snow Crystal ankommt, merkt sie, dass es gar nicht so einfach wird, denn diese Familie ja, hält zusammen und feiert Weihnachten halt auch sehr, sehr groß und will Kayla irgendwie mit einbinden und sie kann dem Ganzen irgendwie gar nicht so entkommen, wie sie sich das gedacht hätte. Noch dazu verdreht ihr Jackson O'Neill so ein bisschen den Kopf. Was das Ganze am Ende für eine Geschichte gibt, müsst ihr selbst herausfinden. Mir hat es echt mega, mega Spaß gemacht und es war einfach so ein wunderschönes, winterliches Setting in diesem Skiresort. Es war nicht direkt weihnachtlich, auch wenn es so seine weihnachtlichen Momente hat, aber es hatte sehr, sehr schöne winterliche Bilder und das hat mir wahnsinnig gut gefallen und ich liebe die Charaktere. Das ging mir auch im dritten Band schon so. Und ja, von daher war das echt ein richtig schönes Leseerlebnis, was irgendwie viel zu schnell vorbei war. Und ich habe dem Ganzen 5 Sterne gegeben. Buch Nummer 2 habe ich dann innerhalb von 2 Tagen mal schnell weggelesen. Ich hatte irgendwie Lust auf ein Buch, was ich wirklich heute anfangen, morgen beenden kann, wo ich ganz schnell durchkomme, egal was gerade so zu tun ist. Und habe mir deswegen die Van der Beekers Retten Weihnachten ausgesucht. Das ist halt ein süßes kleines Kinderbuch. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Seiten das hat. Ja, doch, hat fast 300 Seiten, aber es liest sich halt einfach wahnsinnig schnell. Es ist auch ein bisschen größer gedruckt. Und hier geht es um eine Familie, die kurz vor Weihnachten erfährt, dass sie aus ihrer Wohnung ausziehen müssen, weil ja der griesgrämige Vermieter sie einfach mal rausschmeißt. Für die Kinder der Familie ist das total schrecklich, weshalb sie alle
alle Hebel in Bewegung setzen, um das zu verhindern und sich Ideen überlegen, wie sie den Vermieter umstimmen könnten, wobei auch das eher immer nach hinten losgeht. Und ja, sie geben aber nicht auf, schmieden weitere Pläne und ob sie es am Ende schaffen, dort bleiben zu können und was eigentlich hinter diesem Rauswurf steckt. Da ist nämlich doch ein bisschen mehr hinter, als man zunächst erst denkt. Ja, das erfahrt ihr, wenn ihr die Geschichte lest. Ich muss sagen, ich fand tatsächlich für ein Kinderbuch die Beschreibung von den Ereignissen, ja, um diesen Rauswurf, wie es dazu kommt, doch ein bisschen hart irgendwie. Also ja, ich fand es halt für mich als Erwachsene schon total traurig und es hat mich irgendwie total mitgenommen. Und ich glaube, wenn man das als Kind liest, ist das nochmal eine andere Nummer. Davon abgesehen war es aber wirklich eine tolle, unterhaltsame, spaßige Geschichte, die mich sehr gut unterhalten hat. Und ja, es hat auch 5 Sterne von mir bekommen. Ich sag's ja, es war ein richtiger Highlight-Monat. Ich glaube, habe ich überhaupt ein Buch, was keine 5 Sterne bekommen hat? Ja doch, aber im Großen und Ganzen war es echt ein Monat voller Highlights. Auch das nächste war dann ein Weihnachtsbuch, auf das ich schon mega gespannt war, was ich mir auch im Herbst irgendwie erst gekauft hatte und ich konnte es kaum erwarten, dass es Dezember wird und ich damit loslegen kann. Es war Winterzauber in Mayfair von Mandy Bagot. Hier geht es um Emily. Emily ist eine junge Lehrerin und ist da auch sehr ambitioniert und ja, will all ihren Schülern helfen, auch in ihren privaten Problemen und geht vollkommen in dieser Lehrerrolle auf. Ihr Arbeitsplatz lässt dies aber nicht ganz zu, beziehungsweise die Schuldirektorin ist da halt nicht so ganz begeistert von und ermahnt sie da immer wieder. Und dann ja, soll sie auch noch das Weihnachtsmusical der Schule organisieren und das, wo sie total unmusikalisch ist. Da kommt es ihr tatsächlich gerade recht, dass ihre Schüler eines Morgens den skandalumwitterten Popstar Ray Stone im Schulschuppen finden. Und ja, eins ergibt das andere und plötzlich arbeiten die beiden zusammen an diesem Weihnachtsmusical und es tun sich auch noch so ein paar weitere Dinge. Was müsst ihr selbst lesen? Ich war auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, allein aus dieser, wegen dieser Mischung Lehrerin, dann diese Schülergruppe, mit der sie dieses Musical auf die Beine stellen soll und dann dieser Popstar da mittendrin, war ich einfach sehr, sehr neugierig drauf. Ich fand die Idee richtig gut umgesetzt. Es gibt ja auch so ein paar andere Problematiken, die gut aufgegriffen und einerseits zwar schnell abgehandelt werden, aber andererseits war es für diese Geschichte doch irgendwie genug. Also ich hatte am Anfang echt so ein bisschen Sorge, weil so viele verschiedene Probleme auftauchten. Ich dachte so, Gott, wie will sie das in einem Buch alles vernünftig lösen? Ich finde aber, die Autorin hat das ganz gut hingekriegt und es war eine wirklich schöne, romantische, unterhaltsame Geschichte, die einfach sehr viel Spaß gemacht hat, die auch so ein paar Running Gags hat. Es gibt so einen Charakter zum Beispiel in dieser Geschichte, der eigentlich immer irgendwas Süßes futtert, der immer irgendwas in der Hand hat, wenn er in der Szene auftaucht. Und irgendwann habe ich beim Lesen wirklich schon drauf gewartet, dass der wieder auftaucht und mich gefragt, okay, was isst er denn jetzt? Also es gab so ein paar wiederkehrende Witze einfach und das, ja, hat dem Ganzen nochmal so ein gewisses Etwas gegeben und ja, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass ich es tatsächlich geschafft habe, das direkt zu lesen. Da ich es mir letztes Jahr im Herbst erst gekauft habe, hätte es ja gut sein können, dass es erst mal ein paar Jahre auf dem Sub landet, aber Gott sei Dank ist das nicht passiert, denn das war ein richtig schönes Leseerlebnis und auch dieses Buch hat 5 Sterne von mir bekommen. Dann mal zu einem nicht weihnachtlichen Buch. Das war ein Buch, was ich glaube ich im Oktober oder so schon begonnen hatte. Ein Reihenabschluss, was mich ein bisschen stolz macht, weil so habe ich zum Jahresende tatsächlich nochmal eine Reihe beendet. Und zwar war es Coldest Frost von Jennifer Estep, der 3. und letzte Band der Mythos Academy Colorado. Ich habe es ja so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil es eben auch der letzte Band ist und die Mythos Academy begleitet mich einfach schon seit zig Jahren und ich liebe diese Reihe. Es ist definitiv eine meiner Lieblingsreihen und ja, damit ist jetzt erstmal wieder Schluss, es sei denn, Jennifer Estep haut da noch ein Spin-off raus, wo ich absolut nichts gegen hätte. Ja, ich war jetzt sehr, sehr neugierig auf diesen finalen Band und er hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil er einfach total spannend war. Es war so ähnlich wie bei der Originalreihe, dass dieser letzte Band wirklich eigentlich handlungsmäßig ein einziger langer Kampf ist. Und es gibt zwar auch ruhige Momente, aber letztendlich ist es wirklich so eine einzelne Schlacht im Großen und Ganzen und es war einfach mega, mega spannend und ja, ich bin da echt so durchgeflogen, bin mit dem Ende so an und für sich wirklich zufrieden gewesen
Und ja, es tat mir echt so ein bisschen weh, dass ich diese Geschichte und diese Charaktere jetzt gehen lassen musste. Aber ja, es wird auch einfach mal Zeit, nach all den Jahren diese Reihe jetzt abzuschließen. Und sie macht ja letztendlich nur Platz für was Neues. Und ja, für diesen gelungenen Abschluss, der mich auch tatsächlich am Ende so ein bisschen zu Tränen gerührt hat, gab es auch 5 Sterne. Ich habe dann auch Adventskalenderbücher gelesen, natürlich im Dezember. Und ich werde euch die jetzt so ein bisschen im Schnelldurchlauf zeigen, weil ich anfangs, als es ihn noch gab, im Vlogmas mehrfach drüber berichtet habe und in meinem Community-Reading drüber berichtet habe. Und letztendlich sind es ja so kleine, schnelle Bücher, bei denen man gar nicht so viel sagen kann. Die begleiten einen einfach wunderbar durch die Adventszeit. Das erste war die 3 Weihnachtslamas in Gefahr. Das ist so ein Kinderkrimi in 24 Kapiteln. Ich habe jetzt tatsächlich festgestellt, dass es hier auch mehrere Bände gibt und habe mir für dieses Jahr Weihnachten gleich direkt den nächsten auf die Wunschliste gepackt. Also das ist jetzt auch so eine Adventskalender-Bücherreihe. Oh Gott, was für ein Wort. Die mich wie eine andere auch, die ich euch gleich zeige, wahrscheinlich jetzt über mehrere Jahre begleiten wird, was ich aber ganz schön finde, weil so hat man erstmal sicher jedes Jahr wieder ein Adventskalenderbuch und muss nicht erst groß suchen. Und zum anderen hat man so ein jährliches Wiedersehen mit den Charakteren. Das finde ich gar nicht mal schlecht. Und ja, hier geht es eben um 3 Lamas, die gestohlen wurden und die Freunde, wie hießen sie denn jetzt alle? Danny, Paul und Jana, glaube ich, und Fatma, genau. Die nehmen so die Ermittlungen auf und versuchen halt herauszufinden, was dahinter steckt. War eine wirklich schöne, unterhaltsame Geschichte, so weihnachtlich angehaucht. Ein bisschen zum Mitraten. Ich versuche hier gerade Emma ein bisschen zu bespaßen, weil sie vor der geschlossenen Tür steht und ich jetzt gerade keine Lust habe, hier aufzustehen und die Tür aufzumachen, bevor das Video vorbei ist. Ja, hat mir gut gefallen als Adventskalenderbuch. Gut, aber nicht herausragend. Hat 4 Sterne von mir bekommen. Ja, das zweite ist ein Buch aus einer Reihe, die ich halt wirklich jetzt schon seit 4 Jahren oder so lese. Und zwar ist es Schnauze, die Nikoläuse sind so los. Oh Gott. Das sind so kleine Adventskalenderbücher, wo jeden Tag nur eine Doppelseite zu lesen ist, aus der Sicht von einem Hund und einer Katze erzählt. Und ja, zu der Story kann man halt immer gar nicht so viel sagen, weil das wirklich nur so was Kleines, Süßes für zwischendurch ist. Falls ihr darauf Lust habt, kann ich euch die Reihe aber auf jeden Fall empfehlen. Und mir hat auch diesmal die Geschichte wieder sehr gut gefallen. Hier geht es um so eine Schnitzeljagd im Prinzip, die sich über 24 Tage zieht, ausgelöst durch ein Missverständnis. Und ja, war sehr niedlich, hat auch 4 Sterne von mir bekommen. Dann durfte ich Rentierfieber von Emma Zecker lesen. Hier geht es letztendlich darum, dass der Weihnachtsmann kurz vor Weihnachten an einer seltsamen Erkrankung erkrankt, die ihn im Prinzip langsam in ein Rentier zu verwandeln droht. Und er muss einen Nachfolger finden. Auch die Geschichte fand ich so echt ganz niedlich für die Weihnachtszeit. Hier und da ging es mir ein bisschen zu schnell. Beziehungsweise, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, ohne es zu spoilern. Aber es wurden Sachen zu schnell ja, geglaubt und einfach so akzeptiert. Und ich hätte mir hier und da so ein paar mehr ja, Beschreibungen einfach gewünscht. Aber im Großen und Ganzen war es so für die Weihnachtszeit echt eine schöne Unterhaltung, wo man auch täglich weiterlesen konnte. Und ja, hat mir wirklich Spaß gemacht und hat von mir am Ende so 3,5 Sterne bekommen. Das vorletzte Buch war, nee, gar nicht wahr, es kommen dann noch 2. Das eine ist ein Hörbuch, deswegen komme ich hier durcheinander. Das liegt hier nämlich nicht. Also das vorvorletzte Buch war ein nicht weihnachtliches, was ich, glaube ich, auch schon im Oktober angefangen hatte, nämlich Land of Stories, die Suche nach dem Wunschzauber von Chris Colfer. Und ja, das hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen. Ich habe das im Oktober ja schon, oder war es Oktober, ich weiß gar nicht, kommt ungefähr hin, als Hörbuch angefangen, habe das aber jetzt im Dezember dann tatsächlich fertig gelesen, weil ich ein anderes Hörbuch gehört habe. Und ja, fand diesen Mix aus Hören und Lesen hier aber sehr gut. Das Hörbuch wird halt von Rufus Beck gesprochen und der macht das einfach fantastisch und es hat mega viel Spaß gemacht, das zu hören. Genauso viel Spaß gemacht hat es aber auch, das Ganze am Ende zu lesen. Hier geht es um die Geschwister Alex und Connor, die zum Geburtstag ein altes Märchenbuch geschenkt bekommen und durch dieses Märchenbuch dann tatsächlich in die Märchenwelt hineingesogen werden und dort ja Abenteuer erleben. Sie müssen halt verschiedene Gegenstände aufspüren, um einen Zauber zu wirken, der sie in ihre eigene Welt zurückbringt. Und ja, das Ganze ist wirklich fantastisch geschrieben. Diese Märchenwelt ist so, so schön dargestellt. Vieles kennt man halt, wenn man die Märchen kennt, aber gleichzeitig ist alles auch so ein bisschen anders. Und halt das Schöne ist halt, dass diese ganzen verschiedenen Märchen in dieser einen Welt so miteinander verwoben werden. Das finde ich richtig schön. Und ja, es machte einfach total Spaß zu lesen. Es war stellenweise auch lustig und ja, einfach eine richtig
richtig schöne, gute Laune-Geschichte irgendwie und trotzdem aber auch spannend mit ein paar gefährlichen Situationen und mit einer, ja, echt schockierenden Enthüllung am Ende. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und ja, es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir dann direkt im Dezember Band 2 ja gekauft habe. War das im Dezember? Oder war das im Januar? Nein, ich glaube, das war im Dezember. Gott, ich komme schon ganz durcheinander. Doch, das muss noch im Dezember gewesen sein. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und das war so eine Geschichte, um die ich tatsächlich schon einige Zeit rumgeschlichen bin. Ich hatte das Buch schon öfter mal in der Hand, habe es mir mal nicht gekauft und irgendwann habe ich es dann halt mal als Hörbuch begonnen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das letztendlich gemacht habe und nicht weiter drum herum geschlichen bin, weil mir sonst eine richtig tolle Buchreihe entgangen wäre. Und ja, auch dieser erste Band hat von mir 5 Sterne bekommen. Kommen wir erstmal schnell zu dem Hörbuch, bevor ich das jetzt vergesse. Ich habe ein weihnachtliches Hörbuch gehört, nämlich Weihnachten in Cornwall und habe das tatsächlich am 31.12. gerade so noch zum Jahresende beendet. Hier geht es um, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Hier geht es um Amy, die jedes Jahr wieder zu Weihnachten irgendwie Pech hat, auf verschiedene Arten und Weisen. Sie konnte Weihnachten in den vergangenen Jahren nicht einmal genießen, weil immer irgendwas Blödes passiert ist. Und so ist es auch leider in diesem Jahr. Sie arbeitet nämlich in einem großen Verlag und wird dann aber von ihrem Chef kurzerhand in den Zwangsurlaub geschickt, weil sie irgendwie was gemacht hat, wodurch einer der berühmtesten Autoren des Verlags sauer war und nichts mehr mit ihr zu tun haben wollte. Und ja, der Chef hat sich das halt zu Herzen genommen und schickt sie einfach mal für 2 Wochen weg. Und Amy nutzt das Ganze und flüchtet nach Cornwall zu ihrer Tante, die da einen kleinen Buchladen hat. Und will da einfach ein paar ruhige Tage verleben, abschalten und versuchen, dieses Chaos irgendwie wieder in den Griff zu kriegen. Das gestaltet sich aber etwas schwieriger als ursprünglich geplant, weil die Tante letztendlich ausgerechnet mit dem Autor, der für ihren Zwangsurlaub verantwortlich ist, eine Lesung organisiert. Und weil da sich da ein gewisser Herr herumtreibt, der sie so ein bisschen in den Wahnsinn treibt und ihr den Kopf verdreht. Es ist also auch eine romantische Geschichte. Wie das Ganze für Amy ausgeht, müsst ihr selbst herausfinden. Ich fand die Idee an sich wirklich gut. Es gab auch ein paar sehr schöne Momente, gerade mit dem Buchhandel und so. Letztendlich konnte es mich aber nicht hundertprozentig überzeugen. Zum einen, weil dieses ganze Romantische erst ellenlang sich gezogen hat, wo ich mir immer so dachte, Alter, wann geht's denn da mal richtig los? Und dann am Ende ging es irgendwie viel zu schnell. Also da stimmte einfach das Timing und das Tempo nicht. Und das Zweite ist, dass es ein Riesengeheimnis gibt, was Amy zu lüften versucht. Und für mich war irgendwie nach 50 Seiten oder so schon klar, was dabei herauskommen wird. Und so war es halt am Ende auch. Also für mich war da einfach null Überraschungseffekt. Ich fand das total offensichtlich und je weiter die Geschichte ging, desto offensichtlicher wurde es für mich. Also da fehlte halt echt so dieser Überraschungseffekt. Davon abgesehen war es aber so ganz schön erzählt. Es gibt ein paar nette Charaktere und ich habe dem Ganzen letztendlich 3 Sterne gegeben. Es war so für die Weihnachtszeit mal so ein ganz gutes Hörbuch. Ich bin aber auch ehrlich gesagt froh, dass ich es gehört und nicht gelesen habe, weil ich glaube beim Lesen, da hätte ich mich so ein bisschen nicht direkt durchgequält, aber es hätte sich einfach mehr gezogen und von daher war das Hörbuch hier die richtige Wahl. Und zu guter Letzt habe ich noch ein Adventskalenderbuch gelesen, was mich sehr berührt hat, obwohl ich auch da relativ schnell wusste, in welche Richtung sich das Ganze bewegt. Es ist die Schneeschwester von Maya Lund oder Lunde, wie auch immer man es ausspricht. Und hier geht es um Julian, der Weihnachten eigentlich immer total schön fand, aber in diesem Jahr ist alles anders, weil seine Familie eine schlimme Tragödie erlebt hat und Weihnachten für die Eltern da einfach zweitrangig ist und im Prinzip auszufallen droht. Und dann lernt er Hedwig kennen. Hedwig ist ein sehr aufgewecktes, fröhliches Mädchen mit verrückten Ideen im Kopf. Und durch sie wird die Weihnachtszeit dann doch irgendwie sehr, sehr schön. Aber Hedwig hat ein großes Geheimnis. Und dieses Geheimnis sorgt am Ende für einige Tränchen beim Lesen. Also mich hat das echt sehr berührt, obwohl ich, wie gesagt, geahnt habe, wo es hingeht. Letztendlich war es aber eine wunderschöne, rührende Geschichte, die irgendwie total melancholisch ist, aber trotzdem irgendwie total die Weihnachtsstimmung verbreitet. Also es war so ein richtig guter Balanceakt von der Autorin, sehr gelungen und wunderschön illustriert und ein kleines Highlight für mich im Dezember und hat deshalb natürlich auch 5 Sterne bekommen. Das waren die letzten Bücher, die ich 2020 gelesen habe. Jetzt können wir einen Haken hinter dieses Jahr machen, weil ich glaube, ich habe euch erstmal alles so geliefert. Neuzugänge, Lesemonat,
Lesestatistik. Das Einzige, was ich vielleicht demnächst nochmal drehen möchte, ist ein Video zu den besten Büchern, die ich im letzten Jahr gelesen habe. Ich hoffe, ich komme da auch noch zu, bevor es sich dann nicht mehr lohnt, weil ich finde, so ab Mitte Februar oder so braucht man keine Jahresrückblicke mehr machen, dann ist das irgendwie zu spät. Ich versuche es vorher noch hinzukriegen, je nachdem, ja, wie es arbeitstechnisch so klappt. Ich muss immer gucken, wann ich so zum Drehen komme momentan. Aber ja, das Wichtigste haben wir jetzt abgedeckt. Schreibt mir gern mal, welche Bücher ihr im Dezember gelesen habt. Waren bei euch auch so viele Weihnachtsbücher dabei oder vielleicht was ganz anderes? Ich freue mich auf eure Kommentare. Ihr findet alle Bücher wie immer unten in der Infobox verlinkt. Also schaut da gerne mal vorbei. Und falls ihr so regelmäßige Lese-Updates von mir haben wollt, folgt mir gerne auf Instagram und auf Goodreads. Da bin ich jetzt auch seit diesem Jahr wieder aktiv. Ich habe das Anfang letzten Jahres irgendwie alles mal gelöscht von meinem Handy, die App, weil ich da einfach nicht mehr so aktiv war. Und das hat mich total genervt, weil dann diese ganze Statistik mit den gelesenen Büchern einfach nicht stimmte und nicht richtig gezählt wurde. Und das hat mich einfach total aufgeregt. Und deshalb hatte ich die App erstmal gelöscht. Aber ich habe jetzt Anfang Januar mir gedacht, okay, ich starte dann nochmal neu. Und momentan klappt es auch ganz gut. Also ja, ihr dürft mir da gerne folgen, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten war es das an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, ganz viel Spaß beim Lesen und freue mich dann, wenn wir uns im nächsten Jahr, wollte ich gerade sagen, oh Gott, nein, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.